Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Pieper, ja, der Dank an die Kollegen und Kolleginnen, der ist berechtigt, nicht nur am Tag des Lehrers, sondern und der Lehrerinnen auch, sondern wirklich an jedem Tag, weil sie ihre Arbeit mit Leidenschaft tun, mit Engagement, und man kann es nicht oft genug sagen. Da stimme ich Ihnen zu. Aber dann müssen wir uns auch gemeinsam fragen, womit beschäftigen wir denn die Kollegen und Kolleginnen? Wollen wir uns mit der Weiterentwicklung beschäftigen oder beschäftigen wir uns mit Abwicklung und Rückabwicklung und halten dadurch Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung insgesamt auf? Das ist die Gretchenfrage, die wir beantworten müssen. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, nach vorne zu entwickeln und nicht rückabzuwickeln. Und das ist jetzt auch die Linie, die wir in dieser Diskussion gerne betonen wollen. Und in einem Punkt will ich noch mal sagen, Sie haben darauf hingewiesen, rund um Nordrhein-Westfalen hat es in der Tat Diskussionen gegeben, ob Niedersachsen, ob Hessen, die aber auch nicht befriedet sind, obwohl sie Wege eingeschlagen haben, Niedersachsen komplett zurückzugehen, herrscht keine Ruhe in der Schulentwicklung, und in Hessen ist das auch nicht so. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine ganz andere Landschaft, von vornherein die Wege zu G9, und die sind nicht despektierlich, wenn man seine Kinder zu einer Gesamtschule schickt und da das Abitur nach 9 Jahren macht. Das werfe ich nämlich dann schon sehr deutlich auch den Eltern vor, die eine ganz bestimmte Lobbyarbeit machen und Aussagen treffen, dass es eben nicht akzeptabel ist, sein Kind an einer Gesamtschule das Abitur machen zu lassen. Und ich kann mir nicht vorstellen, Frau Kollegin Pieper, dass Sie so etwas mittragen. Deswegen fand ich auch das Bejubeln der Veranstaltung dort in Dortmund etwas merkwürdig. Und auch in einem anderen Punkt. Sie haben diesen Antrag überschrieben, G9 jetzt. Und das steht genau für die Eltern, die jetzt einen Schulgesetzentwurf vorgelegt haben, in dem sie anderen Schulformen 8 Unterrichtsstunden wegnehmen wollen, um diese Reform zu finanzieren quasi, um sie gegenzufinanzieren. Das steht da. Schauen Sie bitte auf die Seite von G9 jetzt, denn da heißt es, die SEC 1 darf nur noch 180 Stunden betragen, das heißt 8 Stunden wegzunehmen, den Gesamtschulen, den Realschulen, den Hauptschulen, den Gemeinschaftsschulen, den Sekundarschulen. Das ist so. Ja, und das muss man dann auch sehen, welche Interessen sind da, und das machen wir nicht mit. Das sage ich sehr deutlich. Anderen Schulformen die Unterrichtsstunden wegzunehmen für dieses Modell einer Halbtagsschule, die auf ein ganz bestimmtes Familienbild und Gesellschaftsbild auch hinweist, da bin ich bei der Kollegin Vogt-Küppers. Nein, darüber müssen wir diskutieren, und das in der Tat müssen wir diskutieren, und das muss auch ein Thema am runden Tisch sein. Die Qualität des Unterrichts und die konsequente Unterrichtsentwicklung, das individuelle Fördern, das ist doch jetzt wirklich der Punkt, worüber wir uns unterhalten müssen. Es geht nicht um die Heiligsprechung des G8, es geht nicht um die Heiligsprechung des G9. Denn wir wissen ganz genau, da bin ich beim Kollegen Kaiser, es gibt Schulen, die machen das G9. Nicht prickelnd, und es gibt Schulen, die machen das G8 prickelnd. So, und das, was wir zurzeit auch erfahren an Berichten, ob es die deutschen Gymnasien sind oder andere Reformschulen, die sich auf den Weg gemacht haben, zeigt doch, es geht wirklich um die Qualität des Unterrichts und um das konsequente Umsetzen der individuellen Förderung. Deswegen müssen wir raus aus den lebenden Strukturdebatten. Das ist jetzt die Chance, die wir haben, auch in dem Wettstreit der Modelle, die jetzt miteinander diskutiert werden, da den Weg nach vorne zu finden und zu sagen, wie kann man dem Lerntempo des einzelnen Kindes, dem einzelnen Schüler und der Schülerin gerecht werden. Das ist der Punkt, der nach vorne gestellt werden muss, damit wir uns verabschieden von alten, unfruchtbaren Debatten, die nicht wirklich die Energien in die Schulen dahin lenken, wo sie hin muss, nämlich in die Unterrichts- und in die Qualitätsentwicklung vor Ort. Ich hoffe, dass das auch ein zentraler Punkt sein wird beim runden Tisch, den wir dann nach den Herbstferien ja auch mit selbst beiwohnen können. Ich erinnere auch an dieser Stelle gerne daran, dass auch die Bildungskonferenz schon mal über Brücken und flexible Modelle miteinander diskutiert hat. Und ich glaube, dass in der Tat jetzt die Diskussion weiter fortgeschritten ist und dass wir, nachdem es auch einen Schwenk bei maßgeblichen Akteuren gegeben hat, dazu zählt die Landeselternschaft der Gymnasien in der Tat. Deswegen müssen wir miteinander reden, wie geht es jetzt weiter nach vorne, denn eins kann nicht sein, diese beständige Unruhe an den Schulen und der Hilferuf der Schulleitung, den man auch in der Presse vielfach
jetzt nachlesen kann. Wir wollen Ruhe an den Schulen, wir wollen die Entwicklung nach vorne und wir wollen auf jeden Fall nicht mit unfruchtbaren Entwicklungen uns beschäftigen müssen und gelähmt werden. Und da bin ich jetzt auch noch mal beim Kollegen Kaiser, der sehr deutlich gesagt hat, was wir nicht brauchen können, und bei der Kollegin Vohkippers. Das, was wir schon mal erlebt haben, dass den Schulen, was auf den Schulhof gekippt werden, und Sie müssen das ausbaden. Wir brauchen sorgfältigen Diskurs und eine Entwicklung nach vorne. Dafür werden wir uns einsetzen. Dankeschön, Frau Beer. Es gibt eine Kurzintervention angemeldet von der Fraktion der Piraten. Frau Beer, insofern können Sie den halben Weg noch mal zurücklegen ans Pult. Und Frau Pieper hat sich zu Wort gemeldet. Frau Pieper, bitteschön. Moment. So, jetzt geht's. Vielen Dank. Liebe Kollegin Beer, zwei Dinge. Erstens, die ständige Unruhe an den Schulen, die wir nicht wollen, die ist meines Erachtens gerade in dem Moment hier ausgebrochen, wo die SPD und die Grünen mit noch viel größeren oder mit großen Strukturumwälzungen kommen. Flexi irgendwas irgendwann. Keiner weiß so genau, was diese Flexi-Schule sein soll. Das wäre eine riesengroße Strukturdebatte meiner Ansicht nach, die Unruhe in die Schule bringt. Insofern verstehe ich nicht, wenn Sie hier sagen, Sie möchten keine Unruhe und keine Strukturdebatte führen, sondern lieber schauen, was in der Schule passiert. Und die nächste Sache ist die, was hier immer wieder gesagt wird, wir kämen jetzt und das sei populistisch und Wahlkampf. Wir haben das schon vor 3 Jahren gesagt, wir haben das immer gesagt. Und da hätten Sie alle hier die Zeit gehabt, das mit uns zu diskutieren. Dann werden hier Anträge abgelehnt, dann werden aktuelle Stunden abgelehnt, dann will man hier nicht darüber diskutieren. Dann kann man sich aber nicht heute hier hinstellen und sagen, ihr kommt hier auf den letzten Drücker und wollt hier kurz auf knapp, und das geht nicht bis 2017. Das kann ich dann nicht nachvollziehen. Liebe Kollegin Pieper, als Schulexpertin sollten Sie nicht von Flexi hin und Flexi irgendwas erzählen, sondern Sie sollten die Reformschulen in Nordrhein-Westfalen kennen, das Dolten-Gymnasium, das entsprechend den Deutschen Schulpreis hat, die anderen Gymnasien, Berufskollegs, die sich auf den Weg gemacht haben, längst viel mehr. Sie sollten das Netz Zukunftsschulen kennen in Nordrhein-Westfalen, die an den Konzepten individueller Förderung arbeiten. Also von daher, finde ich, ist unter dem Niveau einer Schulexpertin, wenn sie Flexi irgendwas sagt. Das sind die Schulen, die konsequent arbeiten an individueller Förderung. Und das andere, was Sie gesagt haben, Herr Stamp, schalten Sie sich jetzt in die Bildungsdebatte ein, das ist wunderbar. Also, und der andere Punkt ist doch, wir haben in der Tat miteinander geredet am runden Tisch. Die Verbände haben im April vorgelegt, die Ergebnisse der Befragung. Seitdem hat es eine neue Virulenz gegeben und auch eine neue Dynamik in der Debatte. Wir haben sofort mit den Eltern auch darüber gesprochen. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir miteinander nach vorne entwickeln müssen. Aber bitte, das hat nichts mit Chaos, das hat nichts mit Beliebigkeit zu tun, sondern hat mit konsequenter Schulentwicklung zu tun. Der Schulen, die in Nordrhein-Westfalen so schon arbeiten und die wir uns zum Beispiel nehmen können, weil sie alle aus dieser lebenden Strukturdebatte raus wollen.